Ja, hi Leute. Heute möchte ich euch mal ein bisschen was von den Neuerungen von iOS 6 zeigen. Und dann fangen wir doch gleich beim Homescreen an. Auf dem Homescreen gibt es jetzt eine neue App, und zwar heißt die Uhr. Die öffnen wir mal. Hier gibt es die Übersicht von den Weltuhren. Die kann man noch bearbeiten. Hier kann man die Städte löschen. Löschen. Und dann kann man die Städte hier hinzufügen, neue. Und dann sieht man hier unten in der Weltkarte, wo die Städte liegen. Und hier oben gehen die Sekundenzeiger sehr schön mit. Gefällt mir sehr. Hier gibt es dann noch den Wecker. Da oben kann man den Wecker hinzufügen, hier einen ausschalten. Und hier unten ist eine Übersicht von den ganzen Weckern, die man sich gestellt hat. Der nächste Tab heißt Stoppuhr. Die können wir starten oder auch stoppen und dann wieder resetten. Hier gibt es dann noch den Timer. Da kann man eine Zeit festlegen. Weiter geht's mit der Karten-App. Die ist ganz überarbeitet worden, da sich ja Apple von Google getrennt hat. Apple hat jetzt das Kartenmaterial von TomTom. Ja, hier unten gibt es eine 3D-Übersicht. Also beziehungsweise 3D-Karten, und das testen wir jetzt mal. Da geben wir mal Toronto ein. Toronto liegt in Kanada. Dann zoomen wir hier mal rein. Gut, hier aktivieren jetzt mal 3D und stellen die Ansicht auf Hybrid. Und hier sehen wir dann schon die 3D-Gebäude. Wirklich sehr schön gemacht. So, das lädt jetzt ein bisschen. Und hier kann man dann mit zwei Fingern drehen und reinzoomen und rauszoomen, wie wir es in der normalen Karten-App auch gewohnt sind, halt nur ohne die 3D-Übersicht. Ja, dann können wir nochmal auf den CN Tower zoomen. Das ist wirklich sehr schön gemacht hier von Apple. Danach gibt es noch die neue Turn-by-Turn-Navigation in der neuen Karten-App. Und dann klicken wir auf Start. Und dann kriegt man hier so schön groß angezeigt, wo es lang geht. Gut. Das nächste hier. Gut. Als nächstes wurde die YouTube-App entfernt. Dafür gibt es aber eine Alternative. Da habe ich schon ein Review davor gemacht. Und weiter geht's in den Einstellungen. Hier sehen wir dann einen neuen Button nicht stören. Und also dann kommen keine Benachrichtigungen, Pop-ups oder sowas ähnliches. Den hier können wir planmäßig aktivieren. Zum Beispiel jetzt von abends bis 22 Uhr. Von 22 Uhr bis abends um, bis morgens um 6 Uhr. Da wollen wir nicht geweckt werden, zum Beispiel in der Nacht. Und das Ganze finde ich ganz cool. Und wenn wir angerufen werden, zum Beispiel bei FaceTime, kann man die Favoriten aktivieren, also dass man von den Favoriten angerufen werden kann. Neu ist auch die Facebook-Integration, die ja bei dem Mac OS X Mountain Lion 8.2 gestern auch geupdatet wurde. Hier kann man sich wie gewohnt auch bei Twitter, wie bei Twitter, anmelden und dann hat man Facebook-Integration auf dem iPad. Als nächstes haben wir hier Siri. Das geht nur auf dem iPad 3. Und dann können wir hier mal anzeigen lassen, was man alles mit Siri machen kann. Da kann man eine App starten lassen, Nachrichten senden, Termine erstellen lassen Wie bitte? und noch vieles mehr.
Als nächstes kommen wir zur Foto-App und dann können wir das Bild sharen über Fotostream. Dann teilen wir es auf Fotostream und dann können wir das auch gleich schon kommentieren. Und dann posten wir das. Das können jetzt andere Leute auch wiederum kommentieren. Und ja. Als nächstes gehen wir in die Mail. Da gibt es jetzt VIP. VIP-Mail. In dem Ordner. Hier sehen wir den VIP-Ordner. Da können wir dann verschiedene Kontakte hinzufügen. Ja, als nächstes gehen wir in Safari. Da gibt es jetzt die iCloud Tabs. Das Ganze gibt es auch noch in Vollbild auf dem iPod Touch. Wenn man das jetzt quer macht, gibt es hier unten das Vollbild. Jetzt hat man es in Vollbild. Und hier können wir dann wieder zu unseren Lesezeichen und so weiter gehen. Finde ich ganz cool, wenn man Hochformat wieder macht. Ist man vom Vollbild draußen. Neu auf dem iPod Touch ist auch noch die neue Passbook-App. Hier, damit kann man Gutscheine, Bordkarten, Eintrittskarten, Kundenkarten oder Coupons einscannen und die dann bei der Kasse vorzeigen. Ja, mehr gibt es auf dem iPod Touch nicht. Danach gibt es noch die neu designten Stores. Hier den App Store. Hier sehen wir dann die Tipps von Apple. Und dann wird uns hier schon gleich ein Bild angezeigt, das die App halt beschreibt. Also ein Screenshot. Wenn wir das installieren, dann werden wir nicht auf dem Homescreen zurückgebracht, sondern bleiben in dem App Store. Das finde ich eine sehr coole Neuerung, weil mich hat es immer genervt, wenn ich was runtergeladen habe und dann musste ich wieder zurück zum Homescreen und dann wieder den App Store öffnen und so weiter. Gut, das war's dann von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann abonniert mich. Ciao!